So, liebe Leute, weiter geht's und ich freue mich wirklich, dass hier allseits beliebte Martin Pogundke war bei uns hier auf dem Live-Tisch spielt. Vorjahreszweiter, der das verfolgt. Ganz netter Typ, ich mag den sehr und er spielt gegen Sebastian Höfer. Sebastian hat in der Runde bisher 3 Spiele gespielt, noch keins gewonnen. Martin im Gegensatz alle 3 gewonnen. Martin ja schon Stammgast beim Turnier hier. Ne? Auf alle Fälle. Auch immer gerne gesehen, egal wo er hinkommt. Müssen jetzt gerade ein bisschen was suchen. Au, wir sehen ein 8-Ball-Spiel. Wetter. Da freue ich mich ja ganz besonders drauf. Achtball ja ein sehr taktisches Spiel. Ist ja die Reihenfolge nicht vorgegeben. Da geht es ein bisschen ans Überlegen. Aber auch sehr offensiv. Also es ist wirklich eine ganz große, breite Masse in Deutschland kann Achtballspieler ausschießen inzwischen. Das ist halt jetzt immer schön, mal zu sehen, welche Wege die Spieler so wählen. Da gibt es ja ein bisschen Lösungsspielräume, Fantasien, die man da erkennen kann, wie die Spieler das geplant haben. Und man sieht auch, der sehr schwächere Spieler hat das 8-Ball gewählt. So, das war nichts, oder? Habe ich täusche mich? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Doch, einer ist weg. Ja, und da beginnt schon die erste Überlegung in einem 8-Ball-Spiel, die Wahl der Farbe. In dem Fall lässt er sich gar nicht viel Zeit. Nee. Hat scheinbar einen Plan, wie er die 1 und die 7 auseinanderbringt. Weil ich hätte jetzt erstmal überlegt, was ich mit den beiden Bällen mache. Geht forsch drauf los. Ja, der hätte jetzt Winkel haben müssen, dass er jetzt zu den beiden Bällen kommt. Jetzt muss er der 3 einen großen Winkel geben, genau, damit er die trennen kann. Ja. Sehr gut. Ah, ein bisschen Pech, dass er nicht weit genug rausläuft. Ja, gehen tut es in jedem Fall, aber halt nicht in die Mitte, dass er jetzt gleich mit der weiterspielen kann. Ja, und das war eigentlich nicht das Ideale. Nicht ganz ideal. Ja, ich weiß auch nicht genau, das war vom Tempo ein bisschen. Ich glaube, den wollte er ohne 8 Treffer, wäre der ganz gut gewesen, aber so, dass er die 8 fein touchiert hat. Aber. Oh, aber gnadenlos, ja, wunderbar. Aber hart. Sehr, sehr zügig, finde ich. Also spielt sehr zügig. Ja. Dafür geht der Ball mit höherem Tempo dann doch klar daneben. Muss ich gestehen, ist für mich auch nicht so ganz unerwartet gewesen, dass der daneben gegangen ist, weil das ist mir doch ein bisschen zu schnell. Da war ja gar kein Zielvorgang auf die 7, das war ja ran, runter, rauf. Also das ist dann doch ein bisschen schwierig, so eine Bälle dann zu schießen. Bei den Geraden geht das noch irgendwie. Ja gut, und jetzt sehen wir auch gleich eine ganz spezielle Variante. Verschießt du die letzte oder die 8, hat der Gegner natürlich immer freies Spiel. Der Tisch ist offen, hat auf 6 Bälle Option einzusteigen, hat auf 6 Bälle Option safe zu spielen. Damit hast du eigentlich ein 8-Ball-Spiel immer verloren, wenn du die vorletzte oder die schwarze verschießt. Martin spielt auch mit Handschuh. Und der hat auch einen verlängerten Kö, aber in der Mitte. Da ist, glaube ich, ein Zwischenstück in der Mitte beim Kö. Balance right. Spielen auch sehr viele jetzt. Genau. Gibt es für alle Gewindearten.
Ist auch sehr sicherer Pottspieler. Also pottet auch so gut wie jeden Ball, der Martin. Ganz sicher. Auch sehr überlegt. Man sieht schon deutlich wieder, das ist alles ein bisschen überlegter. Ist nicht einfach so rauf. Die Partie sieht einfach aus, aber das ist schon noch alles mit Überlegung. Während der Sebastian vorher halt einfach drauf irgendwie. So hat es für mich den Anschein. Ja, die Partie ist natürlich durch. Martin ja auch ein sehr großer Spieler, also sehr großer Mensch. Ärgert sich ein bisschen über den kleinen Winkel. Hier sieht man es gut, der kleine Winkel nach rechts. Ja, versucht die Tasche extrem auszunutzen, aber selbst das hat nicht gereicht. Ich denke mal, einmal Antitschen hätte auch gereicht dann noch, ne, oder? Hat aber Optionen, kann trotzdem auf Ausspießen gehen oder auf Safe. Ja, ja. Spielt den Safe. Ach nee, oh Gott. Der wird das schon richten. Ja, genau. Dachte zuerst, die geht gar nicht. So täuscht es mit der Perspektive manchmal. Und damit steht es 1-0 und die Partie ist im Fluss. So, weiter geht's. Martin mit dem Break. Weiße war sehr nah an der Mitte. Ist aber nochmal gut gegangen und Position auf die volle. Auch kein Selbstläufer. Das Spiel ist natürlich sehr vielfältig, hat so viele Möglichkeiten, die Bälle. Ja, das macht es ja auch interessant. Genau, wenn du 6 Bälle hast, hast du ja 6x5x4x3x2, also Fakultät, 6 Fakultät, Möglichkeiten, die Bälle in der Reihenfolge abzuspielen. Also es sind um die 400 Möglichkeiten oder mehr sogar. Ja, die liegen alle, gehen alle in irgendein Loch. Es ist halt nur die Frage, die Weiße immer in die richtige Position zu bringen. Kein unlösbarer Ball. Ah ja, interessant, ja, sehr interessant. Hat natürlich dadurch... Aber hat das jetzt gereicht? Nee, das ist zu. Hat er sich überall nicht verstellt. Gereicht. Aber er wollte halt nicht nur langsam spielen, weil er ja auf die 6 noch einen Winkel brauchte, um wieder auf die andere Seite zu kommen. Zuerst hätte man natürlich denken können, die 7 nur langsam in die Mitte.
Ah ja, geht den Vorbänder jetzt an. Bleibt, eigentlich, bleibt also seinem Plan quasi treu, bloß dass er jetzt über Vorbande spielen muss. Und hat dabei darauf geachtet, dass er jetzt dem Sebastian da nicht den allerleichtesten Einsteiger hinter übrig lässt. Und hat gleichzeitig mit der 6 den Weg der 8 blockiert. Das ist also so eine kleine Sicherheit noch eingebaut. Sebastian geht auch auf Safe. Ich glaube nicht, dass er versucht jetzt hier, oder? Doch, geht nicht auf Safe. Es täuscht manchmal von der Kamera. Man muss da echt auf dem Live-Tisch gucken, um die Winkel besser zu sehen. Ja, ich hätte ja gedacht, er nimmt die 9 auf Mitte, wenn er auf Ausschießen. Ja, zuerst habe ich auch gedacht, wenn, dann muss er eigentlich die 9 spielen, weil das ist der geschlossene Ball, der keine Position hat, ne? Der war sicherlich der einfachere Ball jetzt eben. Aber jetzt muss er. Ja, bitte. Sogar, ist sogar wichtig da. Ja, damit dann. Für mich ist das so ein bisschen zu wenig durchdacht, was Sebastian spielt. Also es sieht nicht schlecht aus, er pottet die Bälle gut, aber. So, ich weiß nicht, ob er jetzt schon richtig einen Plan hat, was er mit der neuen macht. Ich würde sagen, der große Plan scheint mir noch zu fehlen. Verborgen oder er schließt sich mir noch nicht. Schauen wir mal. Während man ja dann im Gegensatz bei den Spielern wie Martin dann sofort vom ersten Ball an, die beschäftigen sich halt nur damit, wie sie die neuen nachher spielen können. Aber jetzt hat er sich eine Ausgangsposition da geschaffen mit hat dem sich Ball, die jetzt machbar ist. Eine sehr gute sogar, aber das ist für meine Begriffe alles ein bisschen zufällig. Ja. Also ich will jetzt echt nicht zu nahe treten, das sieht sehr gut aus. Ich pottet die Bälle sehr sicher. Aber das ist so mehr so dieser Gedanke von einem zum zweiten Ball, ne? Muss man natürlich schauen, dass er den... Er guckt sich jetzt vor allen Dingen, finde ich, den wesentlich schwierigeren Ball an. Also ich finde den ja viel leichter nach rechts zu spielen. Achso, er muss ja noch was mit der 8 machen. Okay, ja klar, dann macht es natürlich Sinn, den so zu spielen. Schauen, dass er auf irgendeine vertretbare Stellung kommt. Und das hat jetzt hier ein bisschen glücklich geklappt, ne? Ja gut, das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, dass es glücklich war, aber das war super. Also das, ich, hoffentlich straft er mich Lügen. Weil ich finde es, wie gesagt, nicht so mit überzeugend von der Art, aber überzeugend vom Ergebnis. Ja. Punkt gemacht. Ja. Und ich gönne ihm das. Also das ist keine soll jetzt keine überzogene Kritik sein. Aber 1-1. Wer den Punkt macht, hat recht. Ja, in jedem Fall. Ich muss dazu mal ganz ehrlich sagen, mich hat das früher immer geärgert, wenn ich so gesehen habe, dass einer wirklich immer nur von einem zum nächsten Ball spielt und dann irgendwie durchkommt. Weil ich das immer, hat mich immer in meiner Ehre angegriffen. Es ist jetzt, hört sich doof an, aber ist so. Ist natürlich so, aber in der Regel kann man damit halt auch mal einen Satz gewinnen. Aber nicht auf Dauer, genau. Aber dass das ganze Turnier auf diese Spielweise gewinnst, ist eher unwahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Ist vielleicht auch von mir völlig falsch analysiert. Vielleicht durchdenkt er das viel weiter, als ich es jetzt optisch sehe. Ja, schöner offener Tisch. Ich glaube, Sebastian weiß sich da auch gut einzuschätzen und weiß ganz genau, dass er wahrscheinlich seine Stärke im Achtball hat und hat auch deswegen das Spiel gewählt. Jetzt mit Breaken, genau. Es sieht schon ein bisschen durchdachter aus, in meinen Augen. Ja. Das hat also, ich glaube, das war wirklich auch von die beiden Bälle hintereinander schon so geplant. So, während der wieder sehr kurios.
gelaufen ist. Ja, aber irgendwie scheint es noch zu gehen. Aber der geht nicht lang. Nee, die neuen Mitte. Auch wieder. Das war eigentlich nur eingespielt. Das war nicht irgendwie, einfach irgendwie mit irgendeinem Zwischentempo eingespielt. Naja, und dann kommt irgendwann dann halt kommt auf den langen Ball der Fehler. Ja. Genau, kommt der Schussfehler. Ne? Ja. Bleibt nicht aus. Jetzt wäre natürlich wieder super Position gewesen. Ne? Jetzt die 14 in die Mitte und die 15, oder ist die 10 ist das oben, Entschuldigung. 10, 15 wäre eine gute Situation zum Ausschießen gewesen, aber... Natürlich der leichte Einsteiger und damit ist die Partie eigentlich durch. Ich fürchte, der Martin wird das jetzt ausnutzen. Ja, weil er jetzt auch auf den schwersten Ball die Stellung schon hat, die 6. Ja gut, so denke ich. Er spielt erstmal oben die beiden Martin auf Mitte noch. Macht das anders, wie aussieht. Ja, dann werden die Wege auch frei sein, dann wird die 6 auch da vorbeigehen. Oh. Den wollte er, glaube ich, nicht ganz so doll, ist aber kein Problem. Da kommt er ja von der 2 wunderbar hin zu 1. Ja, ist natürlich ideal gelöst. Genau, das ist jetzt auch gelöst. Ne? Na, der könnte ihn ein bisschen zu weit oder zu kurz beraten. Ja, genau. Eins von beiden, ne? Für die Mitte zu kurz. Aber den repariert er. Das ja, da muss er jetzt halt mal einen rausholen. Muss er den Pendler spielen, das ist aber den repariert er hundertprozentig. Da bin ich guten Mutes, dass er den. Jetzt kommt aber dann das nächste, dass der eventuell dann der auf die 1 gerade wird. Ja, ja. Da hat er sehr viel. Das wäre sicherlich nicht passiert, wenn der bessere Position zur 2 hätte. Eben, ja, ja. Und ein schöner Wirkungsball. Genau. Ganz hervorragend. Gar kein Thema. Ah, das ist ein bisschen unglücklich geklappert. Nicht zufrieden mit der Stellung, hat gewisses Potenzial, dass die Weiße weggehen kann. Das weiß der Martin auch. Ja, aber ganz genau. Wie er das zu verhindern gedenkt. Ja, er wird vorne ganz knapp in die Tasche gehen, ja. Ja, hat er sich doch beeindrucken lassen. Das kann durchaus sein, dass das eine Rolle gespielt hat, weil er den da auch feiner gespielt hat, dadurch die Weiße sicherer an die kurze Bande gespielt hat. Relativ lochsicher, der Sebastian. Da kann man gar nicht meckern. Mit seiner Lochsicherheit natürlich kann er jetzt das Ding ausmachen. Ne? Oh, den leichtesten von allen. Ja, das ist kurios. Halten, damit er da noch. Ja, natürlich. Echt kurios. Ja. Damit steht 2-0. Sicherheitseffekt, dass die Weiße gar nicht in die Richtung der Tasche läuft. 2-1 haben wir. Ach, 2-1, Entschuldigung, ja. Wir haben 2-1. Ja. Geerntet hier. Mhm.
So, jetzt wieder Martin am Break. Mit dem Geschenk eben lässt sich es natürlich angenehm leben. Martin ja auch schon deutscher Meister, Einzel, 14-1. Da hat er alles großzügig verteilt, mit viel Luft dazwischen. Also einer der besten Breaks überhaupt, ne? Besser kann man sich das gar nicht vorstellen. Kein Weg verstellt, beide Serien sind ausschießbar. Weiße im mittleren Tischdrehen, so möchte man das sehen. Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, die Wahl fällt leichter. Auf den ersten Blick würde da jeder erstmal die Vollen nehmen. Aber der Spitzenspieler, du denkst das natürlich nochmal. Vielleicht sieht die optisch, täuscht das optisch und die schwer, offensichtlich schwerer liegenden Kugeln sind in Wirklichkeit leichter abzuspielen. Das sollte man immer in Betracht ziehen. Auch nicht danach gehen, was der erste leichteste Ball ist. Also nicht jetzt sagen, okay, der erste Volle ist leichter zu spielen, dann nehme ich die, sondern da muss man schon ein bisschen weiterdenken. Und das fehlt mir halt so ein bisschen beim Sebastian. Und da sieht man schon den Unterschied. Das ist im Achtball eigentlich die einzige Situation, wo man lange überlegt. Die Situation direkt nach dem Break. Ne? Genau. Da geht, wie ich es gedacht habe, auf die Vollen. Spielt jetzt den Ball zur unteren Tischhälfte und dann kann er eigentlich in der unteren Tischhälfte bleiben. Genau, das ist dann immer das ist ja das Ziel, da keine langen Wege zu haben. Richtig. Jetzt Kontakte mit den Halben vermeiden und dann sieht die Sache eigentlich gut aus. Ja, gleich zur 3. Das ist noch der schwerste von den 5-4 Bällen da unten. Ja, wunderbar. Genau, das hätte ich jetzt so auch gedacht, dass das in der Reihenfolge spielt. Das ist noch die Frage, erst die 2 und dann die 7 oder andersrum. Ich glaube, von der 2 kommt man noch ein bisschen leichter zur 8 dann wieder, aber ich glaube, so aus der Situation wird, ja genau, doch, erst die 2, die 7 und dann von der 2 zur 8 ist für die 8 halt ein bisschen der leichtere Weg. Ja, das war's dann. 3-1. Gehe ich mal von aus. Für einen Vorjahrsfinalisten kann man das erwarten. Der Vorjahrssieger Tom Lüttich hat ja die Wildcard gekriegt, ist gesetzt. Und damit ist es vollzogen, was bei dem Break auch durchaus zu erwarten war. 3-1. Ja, Turnier ist im vollen Gange und ungefähr in der Hälfte. Alle Spieler haben jetzt 3 oder 4 Sätze. Ein schönes Bild übers an Tom Damm sieht man an Tisch 3, am Tisch 12, am dritten von vorne. Ja. Schlegelmilch an Tisch 2, an der 13, zweite von vorne. Hinten war Mark Wolf zu sehen, aber wieder zurück zum Feature Table. Sebastian breakt. Hatte die Chance, dass es 2-2 steht. Ist jetzt unter Druck. Aber auch er mit ordentlichem Break. Na, hier ist die Wahl der Serie vorgegeben. Ich glaube, da sehe ich jetzt nur eine Volle, die er einspielen kann. Eine halbe dürfte aus der Position recht schwer zu lochen sein. Ja. Dann nur die 9 in die Ecktasche lochen, aber das wird er wohl nicht machen. Ja.
Also. Oh ja, das. Da sieht man doch Schwächen. Das ist doch ein bisschen unterschiedliches Niveau zwischen dem Sebastian und Martin. Hat die ersten Partien zwar hervorragend gepattet, aber jetzt zwei sehr leichte Fehler eingebaut. Ich denke, auch dieser Fehler wird ihn wieder die Partie kosten. Aber Martin kann jetzt leicht auf die Vollen einsteigen. Keine erkennbare Schwierigkeit, gleich die schwierige, ja, genau, gleich die schwierige Stellung zur 6 wahrscheinlich. Dürfte das gegessen sein. Die geht und damit ist eigentlich alles geritzt. Genau. Zumindest in der Theorie. War so aus meiner Sicht der einzige irgendwie ein bisschen grenzwertige Ball, die 6. Hinten gibt es eine schöne Abspielfolge 1-5-4. Die 3 unten. 6-7-2, 1-5-4 wäre eine Option jetzt. Es kann sein, dass er sich jetzt auch die 7 noch lässt, um von der dann zur 8 zu spielen. Aber ich würde sagen, dass jetzt erst die unten weggespielt werden, um die Tischhälfte nicht so oft zu wechseln. Jo. Es ist wichtig, dass er jetzt an die 1 rankommt, dass er sich jetzt nicht einfach drauf los den Stoppball spielt und plötzlich die 1 nicht mehr sieht. Aber das passiert den Leuten natürlich nicht. Nicht zu erwarten, dass das passiert. Hat geguckt, ob man leicht stoppen oder leicht nachlaufen lassen muss. Genau. Ja, ich denke schon, er wird 1-5-4 spielen, aber gibt natürlich auch die Option 1-4-5 zu spielen. Weil jetzt muss er den exakten Winkel finden und dann guckt auch genau. Ah, sieht von hier aus ganz schön gerade aus. Das heißt, die Weiße bleibt sehr nah an der Bande. Ja, wunderbar. Gestellt. Ja, Billard einfach, ne? Sieht einfach aus, ist es aber nicht. Nee, ganz und gar nicht. Martin hat's ausgemacht. Und bis zum nächsten Satz. 4-1 gewonnen.